In 1943, the German army was not strong enough to advance the way it had done in 1941 and 42. Instead, a decision was made to shorten the front line while trapping a large Soviet force near Kursk. The intention was to do this the usual way, with a pincer movement. Both pincers were aimed roughly at the town of Tin, east of Kursk. Unknown to German high command, the Soviets knew about this operation in detail. Intending to surprise the Soviets, Hitler insisted that the attack be postponed until the new weapons that had been developed would be available. This gave the Soviets time to build very strong and layered defensive lines. When the attack began, these proved to be rather effective. There were minefields everywhere and German progress was slow. Meanwhile, both air forces struggled for air superiority. Both used new aircraft, expectations were high, and tank busters flew low. In what was to become one of the most epic battles of the war, the outcome was not decided by new equipment, but by well-prepared defenses and sheer weight of numbers on the Soviet side. In this mission, you were ordered to attack in the direction of Petrovka. While you're at it, a diversion changes your task completely. Na, endlich wieder Angriff. Willkommen zurück zu Gates of Hell, liebe Leute. Weiter geht's. Günter Rall! Ja, cool. Wir bekommen jetzt bestimmt endlich mal neue Panzer hier. Was war nochmal alles bei Kursk dabei? Bei Kursk auf jeden Fall der Elefant, Ferdinand Schrägstrich, keine Ahnung. Das weiß ich. Panther? Ich bin mir nicht mehr sicher. Los geht's. Ich weiß die Baujahre nicht so ganz. Aber jetzt kommen wir mal schweres Gerät hier. Yo, guck mal, Sommer. Ich werd verrückt. Ich kann was sehen. Nein, Kohlrabe 5. Oh, endlich wieder Angriff und Verteidigung. Ich freue mich schon. The Sabres got held up when the column was destroyed by Soviet strike aircraft. Advancing in the open? We risk all our tanks to be blown up before we even arrive at the enemy lines. Deutschland, stay on the main road for now. Alter, die Motoren sind so laut, aber so sind Motoren eben. Herr Leutnant, our task is to capture and hold the village ahead until our main forces can arrive to reinforce cool. The position. Ja, Kursk. Sehr interessant. Das kam. Wie viele Jahre wurde das geheim gehalten, dass Kursk die Pläne für die Kursk-Offensive. Zerstöre alle Hindernisse auf der Straße. As long as you keep your radio operator alive, we can signal the Panzers where to fire. Herr Leutnant, I'm ready to transmit the target area. Indicate the desired firing location. Sorgen Sie dafür, dass der Funker überlebt. Boah, shit! Yo! Messerschmitt hält aber viel aus. So, geht's jetzt los? Okay, so. Also. Oh, guck mal. Ja, hier, Panzergräben überall. Okay, das ist cool. Gut. Unterstützungsvoll berufen. Ich glaube, das sparen wir mal auf, oder?
Ich soll es erstmal sprengen. Wir haben... Was gehört uns? Hier ist Infanterie. Warte mal, ich muss die mal einzeln machen. Damit ich die mal sehe. So, so. Da liegt einer. So. Ich mag es nämlich nicht, wenn die in Squads sind. Das ist ein bisschen blöd. Hier haben wir noch eine... Ich glaube, jetzt greift keiner an. Ne? Die brauchen wir nicht eingraben. So, was haben wir denn im LKW? Da haben wir keinen Sprengsatz. Er hat irgendwie gemeint, irgendwo ist Sprengsatz. Das... Oh, guck mal hier, Minensucher. Okay. Rücken wir auf. Ich finde gut, dass wir jetzt hier die so aufgereiht haben. Wir können mal gucken, was sie alles können. Flammenwerfer. Entwerfsflammen. Sehr gut. Gut, dann können wir die auf jeden Fall mal wieder gut stückeln. Die Rabom! Alter, direkt super Explosion hier. So. Ense Trag, bla bla. Sprengen. Tu sprengen sie. Tu sprengen wat? Oh, guck mal, süß. Was macht der denn hier bei der Kur? Lol. Panzerkampfwagen Ausführung F. Komm, wie das mit dem Maschinengewehr aussieht. Ich kenne ihn so gar nicht. Alter. Interessant. Jetzt noch irgendwas von Sprengstoff palabert. Ach, hier ist Sprengstoff. Ich glaube, ich nehme mal die Panzerbesatzung dafür. Wie lauten die Befehle? Die Befehle lauten Sprengung. Verstanden. Nein, 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 davon wollen wir nur einen. So, und dann noch ein bisschen... Oh, das könnte nützlich werden. Alles klar. So... Nummer 1. Kommen Sie, los! Ist die Frage, ob ich vielleicht... Ich meine, habe ich denn hier einen Panzer? Ah. Hm. Gut, vielleicht nehme ich dann doch lieber andere. Das ist der Sunny, Wer ist das hier? Das ist der Flammenwerfer. Komm, wir nehmen hier irgendwie so einen 98-Schützen hier. Nee, das ist G41 oder G43. Ich finde das G41 sogar sexier. I'm sexier and I know it. I'm Wehrmacht and I know it. Entschuldigung, ich drücke mal den falschen Knopf. So. So. Okay, das ist jetzt... Das gehört. Was war das denn jetzt? Sammeln, sammeln. Panzer gehören mir alle gar nicht, ne? Sehr gut. Guck mal, Tiger, ist der nicht schön? Ist der nicht schön? Ah. Wunderbar. Wunderbar. Er kommt aufs Titelbild. Du bringst mir Klicks ein, mein schönes, rollendes Monster. Na, wer hat auf das Video geklickt, nur weil er so einen schönen Panzer gesehen hat? Wunderbar. Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall Minen suchen. Was hat er jetzt gemacht? Wo ist der zweite Minensucher da? Ja, wir haben ja Zeit. Ich meine, wir haben ja keine Eile hier. Nur die Offensive kommt ins Stocken. Das alles. Alle zurück. Alle zurück. 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 Sammeln. Sammeln. Die Panzer brauchen keine Verteidigung. Nein. Die halten sich schon. Oh, guck mal hier. Da ist einfach eine Beuteflak hinten drauf. Ich raste aus. Oder? Ist doch. Den brauchen wir jetzt mal. Los ist los! Ja, die Sowjets wussten die ganze Zeit, dass die Deutschen diese Offensive planen. Ich denke mal, das vielen wissen ja viele hier, aber hier geht es jetzt einfach nur darum, dass ich das erkläre. Und die hatten ewig Zeit, das sich vorzubereiten, die Stelle. Also ich werde jetzt ein bisschen...
Der jetzt hier irgendwelche Wege gefunden? Oder Mink? Nee. Oh Gott! Ich schaffe es, ich schaffe es! Für Deutschland! Nein, er ist vaporisiert worden. Okay, gut, dann. Aber die Panzer sind leider nicht drin. Okay, dann nehmen wir mal den Panzer 1 mit. Und die Mörser werden wir auch mal benutzen. Wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen... Nee, den nicht. Geil, guck mal. Jawohl. Bereit. Ja. Bereit. Komm direkt nach vorne. Wo soll das Ding hin? Geil, schwere Mörser. Die gab's so auch nie in Man of War und so. Okay, wir können es noch mal probieren. Oh, Scheiße! Da. Weg damit. Wir bestätigen Mörserfeuer. Zielstreifen plus Siegfried plus 4 plus 3, 2. Sehr schön. Treffer. Hätte ich noch auf meinen Mörser geschossen. Ich raste aus. Schießen die denn weit genug? Wo ist mal mein Medic? Da, den hier. Eigentlich schießt er weit genug. Schießt aber nicht. Ah. Ah, ist noch Feuer erwidern. Nee, Feuer frei. Machen auf jeden Fall die Packs weg, die hier überall rumstehen. Ach so, er kann nicht. Das sind quasi Eisenbahnschienen eingegraben. Nicht quasi, es sind. Zu Befehl. Da sind sie! Verstanden. Push forward to the next position.
Was haben wir denn da? Oh. Requesting fire. Negativ. The convoy is moving towards the point. Requesting fire. Negativ. The convoy is moving towards the point. Okay, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich bei den... Ich habe nämlich noch gar keine Minen gefunden. Nach vorne mit den Mörsern. Alles klar. Also, dann mal los. Da ist der Funker. Guck mal, die Stuck 42 hat, ne? Aha. Feuern! Jo, guck mal, da ist gleich nichts mehr da. Guck mal. Ja, schießt du mal. Mit was auch immer. Ah, CIS 3, ne? Feuer frei. Der Panzer ist auf jeden Fall leer. Okay, so. Dann machen wir uns mal ein bisschen... Leute, fahren die... Ich dachte gerade. Okay. Der Konvoi muss auf die Straße. Den kann ich... Oh, den kann ich sogar reparieren. Ich raste aus. Siehst du, das sehe ich jetzt erst. Okay, da haben wir den Offizier. Den Medic, den nehmen wir mit. Oh, der ist eine Mine gefahren. Ich glaube, wir rücken auf jeden Fall hier mit vor, auf der rechten Flanke vor mit Infanterie. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Hier lauten die Befehle. Was sollen wir tun? Dann ziehen wir die dann nämlich zusammen, nehmen die Pack mit. Und das STK auf Z7. Rücken wir wohl. Ja. Den Funker nehmen wir da auch mit. Die kommen alle mit zur Front. Im Zentrum. Und dann Traktor? Ja. Ja, Traktoren benutzt, das ist doch so ein Oldie. Die gab's schon im ersten. Ich muss jetzt viel öfter mal feuern hier. Ist immer noch nicht ganz weg. Das ist ein MG, okay.
Firing! Ich hätte hier noch ein Mörser mitnehmen müssen. Wie lauten die Befehle? So, jetzt schön Schützenlinie bilden. Boah, jetzt habt ihr die Splitter gesehen. Yo, los geht's. Geil, oder? Sehr schön. Oh Mist. Ihr müsst jetzt bestimmt retten oder so. Oder soll jetzt einfach. Was? Ah. One of our fighter aircraft just crash landed in a village ahead. It looks like the pilot survived. We must save him. Push forward, quickly. Okay. Maybe the pilot was injured. Let's not lose any time. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Gas geben. Okay, jetzt können wir schön Gas geben hier. Sehr gut, sehr gut. Das MG rechts ist down, sehr schön. Was ist das? Ah, okay. Ich dachte schon. Er macht das schon noch. Hier auf in die Gräben. Get a move on. Fast attack the next line. We must capture the village before the enemy reinforces the line. Okay, jetzt muss ich gucken, wie schnell ist das denn, bevor die Enemy reinforces the line? Noch einer. Ich hasse immer Zeitdruck in so Spielen, ne? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja, sehr gut, du hast ihn auch erwischt. Jetzt müssen wir mal hier den Weg sprengen. Das ist eine Mine. Er hat eine gefunden. Okay, sind viel zu wenig. Jetzt sprengen wir schnell den Weg und dann geht's weiter. Wo ist unser Munitions-LKW? Ah. Dumm. Okay, vorrücken. Los, los, los. Die können wir hier mitfahren lassen. Die gehen zur rechten Seite. Den Kübelwagen absprengen! Okay, los geht's. Den T-34 können wir reparieren. Können auch nochmal ein bisschen langsamer machen, weil dann sparen wir ein bisschen Zeit managen.
will halt nicht immer alle in Gruppen losschicken. Das ist halt gegen, das geht gegen meine Ausbildung, ja? Ah, guck mal, schon fast fertig. Was haben wir denn hier? C? Was hat, ja. Es läuft ja alles gut bis jetzt. Was sollen wir tun? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Munition. Ey, da nicht. Ah, ne, schon wieder der. Ich bin schon wieder dahin gelatscht. Das gibt's doch nicht. So, los geht's. Was wir direkt feuermäßig noch so machen können. Requesting fire. Wird mal. Direct fire. Ah, hier ist ein Mörser. Square 16, Angle 10. Plan Quadrat 17, 7, 5, 8, 9. Bestätige. Feuer frei. Firing. Guck mal, ob er das schafft. Los, bevor die Sprengladung dich tötet. Wir glauben an dich, Robert von Rotz. Pass auf, jetzt gibt es Kettenreaktion. Nein, er hat es nicht geschafft. Nein, Robert von Rotz. Nein, Robert. Es hat ihn zerrissen. Der Mörser muss weg. Der Mörser muss weg. Können wir nämlich anhängen. Ist die Artillerie jetzt auch vorgerückt? Tatsächlich. Oh, ja, geht los. Da ist noch eine Pack. Was ist das? Oh ja, hab ich nicht gesehen. Das ist eine CIS-3. Das andere war eine CIS-2, glaube ich. Oh, oh. Nee, noch kommen wir nicht vorrücken damit. Und die ist wieder besetzt. Boah. Wir können bis zu der Linie... Nee, da sind noch ein paar... oh, hab ich nicht gesehen. Das hat auch nicht funktioniert. Okay. Nicht gut. Aussteigen. Nein, der Kübelwagen! Scheiße, hat sie den Pack auch zerrissen? Ne, die will gar nicht. Ich wollte den ansch... Oh, der Funker, der darf ja nicht drauf gehen. Nein! Im Ernst? Alter, er ist aber nicht tot. Das gibt's doch nicht, die wollen den echt weghaben, ne?
Wir müssen noch weiter. Immer noch nicht fertig. Einsteigen da jetzt. Du schönes Fahrzeug. Jawohl. Was war denn da drin? Los, Robert Schluter. Das Direktfeuerzeug funktioniert nicht so gut. Okay, ich sehe schon. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, er hat gar keinen Radius oder so. Das ist halt direkt Feuer, das ist keine Artillerie. Jetzt ist sie kaputt. Sie ist geflogen, sehr gut. So, jetzt die andere aber hier. Ach, scheiße, habe ich nicht mitbekommen. Nein, Paki! Ich bin ein Monster! Das war Artillerie, Mörser war das. Der ist der Mörser. Okay, wir müssen die Stellung halten. Offensive zur rechten Seite, geblockt. So, wir holen Nachschub. Vielleicht schaffen wir es dann, mit dem Panzer vorzurücken. Firing! Okay, das haben wir. Boom. So, dann jetzt die Pack hier. Feuer. Requesting fire. Angriff! Wir schaffen das, wir schaffen das. Rückzug! Ups. Ich hab's noch nicht ganz geschafft. Wir haben schon noch eine. Volle Deckung. Weg, 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 weg! Nein! Okay, das haben wir, das haben wir. Der Mörser vielleicht nochmal, wir werden sehen. Requesting fire. Obstacle destroyed. Push forward to the next position. Okay. Negativ. The convoy is moving towards the point. Requesting fire. Okay, los geht's. Flammenwerfer muss weiter im Zentrum bleiben.
Bombenschuss! Wo soll das Ding hin? Sehr schön. Ist das der Scharfschütze? Jo. Oh Scheiße, da müssen wir echt Gas geben. Oh Scheiße, da geht was flöten. Oh Mist, die habe ich nicht gesehen. Doch, die habe ich gesehen. Die ist aber aus. Nee, ist wieder. Oh nein, Tigerlein. Angriff! Ja, tolle Granate. Der Tiger ist fit, oder? Sieht so aus. You're suffering many losses. You can call for reinforcements. Ich kann Verstärkung anfordern, sehr gut. Ich bin aber noch beschäftigt. Oh, das, okay. Er ist noch da, er ist noch im Rennen. Oh Gott, ist direkt explodiert. Alter, was ein Gemetzel. Können wir nämlich umdrehen. Das ist der Funker. Jetzt weg damit. Ach du Scheiße. So, was können wir denn? Unterstützungsfeuer erstmal. Infanterietrupp nach vorne. Captured the right flank. We have attacked the village right now. Firing. Ja,
Dann dahin. Offizier nach hier. Boah, die werden ja sogar abgesetzt. Das ist ja geil. Die kommen mal zur rechten Flanke. Fahne, wollte ich sagen. Zur rechten Flane. Flane. Flan. Ja, das ist Artilleriebesatzung. Panzer nach vorne. Das ist eine Pack, wir müssen stehen bleiben. Zu weit weg. Ich habe halt keine Zeit, um hier sorgfältig vorzurücken. Das ist leider sehr schade. Alter, das macht mehr Spaß. Ich liebe diese Geräuschkulisse. Der ist weg. Der noch nicht. Dann versuchen wir es mal bei unserem Panzer. Ich sehe das nicht, das muss er machen. Okay, ist ausgeknipst. Firing! Wir haben es jetzt. Okay, wir gehen hier hoch. Sehr schön. Oh, einmal ist das getroffen. Aber das ist kein Problem. Ich glaube, wir können den ersten Abschnitt locker so beenden. Ich finde den Sound im Panzer so geil, wenn der mit SMG schießt. Für den ist der Krieg vorbei. So, nachrücken. Vorwärts! Genau so war das damals. Ja, wo sollen wir mit dem Teil hin? Sehr schön. Okay, los geht's. Fine. Move to the village. Check each house. Kill any enemies you find. Our radio operators did a perfect job. Target destroyed. Bereit. Oops. Take the village now or risk a counterattack. Bin dabei. Find das cool mit dieser verbündeten Panzertruppe tatsächlich.
Oh, Obstacle destroyed. Push forward to the next position. Nein, fahrt nicht über ihn drüber. So, da gibt's keinerlei Panzerabwehr mehr. Ja, mit den ganzen Bunkern, die kannst du auch da rein und so. Überall MGs drin. Es gab, glaube ich, auch ein Ding mit Folgen, aber ich bin jetzt echt überfragt. Sind die 34 reparabel? Aber der ist reparabel. Reparabel, oh ja. Dankeschön. Oh, da kommt eine Su 85, was? Der Offizier. We found the plane, but not the pilot. He must be hiding somewhere. Or maybe he was captured. There is a Russian tank in the village. Verdammt. Find that pilot. Search the whole village. We must save him. Oh Gott, oh Gott. Kette sprengen und schon ist gut. Gott, wollen die nicht mehr fahren hier? Ach, der gehört uns jetzt. Ich raste aus. Müssen die mir doch sagen. Wir müssen mal jetzt ganz kurz Slow Motion machen. Also. Wir müssen nämlich hier die Punkte einnehmen. Das ist jetzt sehr viel Mikromanagement. Das muss aber auch hübsch aussehen, ja? Und gut verteilt sein Flammenwerfer. Damit gehen wir jetzt mal ins Dorf und machen mal die Häuser weg. Ja, ne? Da freut ihr euch. Ich kenne euch doch. Aber wer mag's nicht, wenn der Flammenwerfer werft Waffen, Flammen? Sehr schön, sehr schön. Gut. Ach du Scheiße, ist doch nicht K.O. Wo ist mein Funker? Okay. Nächste Frage. Ja. Er lebt aber noch, ich raste aus. Ich wüsste, wo der Funker ist. Oh, Funker, allein. Da ist er doch. Shift 4. Wann geht's endlich los? Komm nach vorne mit dir. Feuer! APCR geladen. Steht ein bisschen schräg, aber was soll's. Das war's. Wunderschön. Jetzt wird geflammenwerft. Ladet HE! Geladen! Geladen! Ah ne, lädt noch länger. Dauert länger, wenn der Munitionstyp wechselt. Nur noch zwei Stück. Ich bin wahnsinnig hier. Da sind die anderen. Ein
paar lasse ich mal hier. Man weiß ja nie. Der Schnipper kommt mal hier hin. Zum anderen Schnipper. Wer ist der Werfsflammen? Da ist er doch. Lalala. Oh ja, das ist doch gut. Hä? Normalerweise ist das hier... Aha. Yeah, cool. Das ist Rauch. Nein! Sieger, super. Ja? So, pack. Bitte einnehmen. Naja, es brennt jetzt eigentlich alles hier ab. Ich hoffe, der Pilot ist dann irgendwo. Nein, ich brenne! Scheiße. Jetzt reicht's. Müsste schneller vorrücken. Nochmal Infanterie kaufen. Zöger mal, der Zögerliche. Holt ihn euch! Sehr schön. Da ist der Pilot abgeschossen. Dann ist er wahrscheinlich da. Amin? Ach du Scheiße. Great. The village is ours. Prepare to defend it. We must hold the village until the main force gets here. Muss ich den Piloten jetzt immer noch finden, oder? Alter. Find that pilot. Alter, yo. Ach, guck mal, jetzt ist alles teleportiert worden. So, los geht die Verteidigung. Artillerie, ich werd wahnsinnig. Oh Mann, das ist jetzt, ah ne, das ist nur eine Linie. Hier brennt immer noch alles. Da ist der Funker. Intelligence reports on the appearance of large concentrations of enemy troops. They will begin the offensive very soon. Hurry up. Ich höre ihn doch schon ab. Meine Güte.
Positionieren, positionieren, weg da, Mörser nach vorne. This car looks like it's in running order. Maybe we can use it. Dieser Wagen sieht noch funktioniert, vielleicht können wir ihn verwenden, welcher Wagen? Luke schließen, genau. Ach, der Traktor oder was? Den positionieren wir hinterm Haus. Immer noch im Arsch. Shift 1, Shift 2. Ich meine, wir sollen ja nicht angreifen. Wir sollen ja verteidigen. So, der Panzer macht jetzt hier auf Flankenfeuer. Intelligence reports that Russian troops have begun to move toward the village. Jetzt mal hier die ganzen blöden Hütten durchsuchen. Rücken wir aus. So, jetzt aber eingraben. Eingraben. Irgendwo muss doch dieser bescheuerte, ich meine, wunderschöne Pilot sein. Ja, wohin mit dem Ding? Wie lauten die Befehle? Man kann nicht immer so ans Fenster gehen. Dann geht's endlich los. Was ist los? Oh, Motor ist aus. Der Motor ist aus, ist aus. Ja, er ist aus. Ach ne, hier war das mit dem Gräben. Ich habe das schon wieder verkackt. Ach, da kommen sie schon. Die ersten haben wir. Der Tiger ist wieder ready. Scheiße. How are we going to get past these minefields? Boah, Alter, da kommen sie. Jo, guck mal, wie episch. Scheiße. Bereit machen. Behind us. We are surrounded. Feuer. Boom. Stay calm and hold positions. Our reinforcements will break direkt auf die Luke schießen. Nächster Freundchen.
Gibt's doch nicht. Wie daneben. Sehr schön. Ich vergesse immer, dass es die Schaufel gibt. Ich muss. Das ist halt. Macht der Gewohnheit. Ich habe nicht danach gesucht. Und er macht einen richtigen Graben hier. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Wann geht's endlich los? Jawohl! Das gibt's doch nicht. Sehr schön, sehr schön. Ich hab nicht auf die Minimap geguckt. Wieder was Neues. Rein in den Tiger. War der defekt, das war's für dafür. Okay, die schießen von selbst, das ist doch schon mal ganz gut. Okay, die haben wir. Dann werden wir das jetzt auch mal gerade ein bisschen absichern. Okay. Die Stimme ganz gut. Aber sonst haben wir es doch eigentlich. Ich mache jetzt wieder auf normal. Also Direktfeuerartillerie, jo. Hoffentlich sehen Sie mich. You still haven't found him? Get on with it. The enemy could be here any moment. Ich weiß ja nicht, wo er sein soll. I will not allow a repeat of Stalingrad. Retreat! They're breaking through our positions! Okay, warte mal, wir machen nochmal. Scheiße, wo ist denn dieser bescheute Pilot, ey? Ah, ne, hier könnte er noch sein. Warum soll ich mich zurückziehen? Sind sie ja gar nicht durchgebrochen. Panzer, wir sind einsatzbereit.
Geht's los? Ah. Der war da oben. Don't shoot. I'm Hauptmann Günther Rall. I belong to Jagdgeschwader 52. I had to ditch my plane nearby after an engagement. Okay, wir haben Günther Rall gerettet. Sehr gut, aber den Namen kenne ich auch irgendwie, Günther Rall. Hey, Günni! We saw you come down. We did our best to pick you up. Scheiße. Wir müssen Günther Rall verteidigen. I am most grateful. If it wasn't for your swift assault, I'd be captured and on my way to Siberia. We will take you back to the nearest airfield. Stay close to us. The enemy will soon respond to our attack. Boom. Verstanden, Herr Leutnant. Ich hätte eben noch mal eine Verstärkung holen können. Das gibt's doch nicht. Achtung, Feindpanzer! Scharfschütze hier. Den bleib ich... Nee, der bleibt einfach da drin. Oh Gott! Offizier hier, Gefechtsbereitschaft hergestellt! Sanitäter! Kann ich nicht auch sagen, das gibt's hier nicht mehr, ne? Dieses frei bewegen. Das gab's nämlich mal, das war immer daneben. Ach, hier ist es doch! Da würde ich gerne wissen, ob der selbst dann auch die Leute heilt. Günther Rall, Rückzug! Der Günni kann mal zum Funker. Günni! Dann geht's los. Mist. Oh, der Tigerturm, er dreht zu langsam. So, wir müssen jetzt mal die Packs nach vorne holen. Wir brauchen die einfach mal. Ist ja noch ein Takt, ne? Ja, ist nur der Schild quasi. Was? Abpraller, ich raste aus. Ja, der ist jetzt natürlich im Arsch.
Okay. Oder wenigstens so umdrehen. Ja, sehr gut. Das ist schon ziemlich cool. Oh, oh. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Geh wieder rein da. Ja, für den ist die IAU abgelaufen. Man weiß ja nie. Wo ist unser Munitionsding eigentlich? Da ist er. Raste aus. Finde dieses Teleportieren echt blöd. Ach, der ist im Arsch. Wann ist denn der Fritte gegangen? Scheiße. Oh, drehen, drehen, drehen. Knapp. Sehr schön. Okay.
Mehr Besatzung dafür. Man, der macht sich aber auch echt gar nicht schlecht hier, ne? Oh, der hat drüber geschossen. Ich raste aus. Oh, oh. Ja, lieber zurück. Oh, die Artillerie bestimmt schon wieder. So, jetzt ab in den Graben. Ich müsste eigentlich dahin fahren, aber es wird nichts mehr. Sollen wir uns jetzt immer noch zurückziehen, oder was? Wo waren denn nochmal meine Missionsziele? Zu viele Tote. Ich guck mal gerade. Ich hab vergessen, wo das war. Video aufnehmen, hä? Minikarte, Karte, Inventar, Auswahlkreis, Gegenstände, Folge. Ziele, oh. Mindestens ein Panzer muss überleben. Ziehen Sie sich auf die Ausgangsstellung zurück. Okay, wir sollen uns zurückziehen, dann machen wir das mal, aber ganz vorsichtig. Dann nehmen wir erstmal nur die Infanterie. Wir lassen alles zurück. Wir können die anhängen. Wir gucken mal, ob das geht. Ein Fahrzeug zum Anhängen. Aha, noch eins. Was macht gerade so einen Spaß? Ich dachte, das wäre ein Scherz mit dem Zurückziehen. Weißt du, so ungefähr, als wenn das... Ich dachte, das hat er nur gesagt, weil die hinter uns kamen. Ja, so ungefähr. Wo ist Günter Rall? Alter, Günter Rall ist vorne, ich Trottel. Ausgangsstellung. Meint er jetzt die hier? Hierhin sollen wir uns zurückziehen. Ich dachte, der meint irgendwie ganz zurück. Komplett meine ich jetzt. Die gebe ich jetzt beide mal Gruppe 4.
Oh, der Panzer muss fahren. Jetzt ist er da falsch rum. Oh Gott, sie haben die rechte Seite auf jeden Fall sowieso schon erobert. Lauft! Eintracht wurde NASA Stalingrad! Immerhin haben wir den Günni noch gefunden. Der gute Günni. Jetzt habe ich mich da voll zermürbt, weil ich da so viel Spaß hatte. Der Panzer 4 muss nach rechts, weil da haben wir nichts Dickes. So, ich meine, hier ist der Marker, ja? Ich renne mal gerade mit einem Biss nach zurück. Was ist das denn jetzt? Die sind aber jetzt neu, oder? Ziehen Sie sich zur Ausgangsstellung zurück. Bringen Sie den Hauptmann Rall in Sicherheit. Achso, Hauptmann Rall. Wahrscheinlich dahin. Eigentlich ist die Ausgangsstellung die Stellung, wo wir angefangen haben. Wunderschön. Aber das geht auch gut, das Bild, oder? Überall Brände? Wunderschön.
Los, Hauptmann Rall! Wie lauten die Befehle? Rücken wir aus? Sehr schön. Befehl wird Captain, ausgeführt. We will give you a ride back. We need to evacuate you immediately. Danke, Soldat. Ja, das sind halt die Stars, ne, die Flieger. Der sitzt natürlich vorne. Ach da, so wird das angezeigt. Na gut. Aber ich hab doch so viel Spaß. Jo, dann die Infanterie zuerst. Zurückziehen. Wir müssen jetzt leider gehen. Es hat Spaß gemacht, aber jetzt müssen wir doch gehen. Man soll gehen, wenn es am lustigsten ist, ne? Okay, dann los. Dann machen wir die Mörser auch raus. Den wollen wir nicht schieben. Rückzug! Abandoned ship! Abandoned ship! Können wir nicht wenigstens die erste Reihe Gräben behalten? Ja, wir sind halt durchgestoßen. Wir haben es geschafft, aber keine andere Front. Nein! Bam! Außer mit. Och du Scheiße. Komm schon, der KV-1, ich raste aus. Aufsitzen! Komm schon, Panzer 4, los, du schaffst es! Außer Scheiße. Nein! Jonathan! Achtung, Feindpanzer! Willst du nicht? Oh, die dürfen hier nicht bleiben. Funker zurück! Normalerweise kann der rausgucken und schießen. Der hat ja ein MG da oben dran. Nee, doch nicht.
Rückzug! Scheiße. Was hat denn alles überlebt? Boah, der Funker ist mal dann draufgegangen. Der Funker wird verfolgt. Ich raste aus. Nein! Ich muss sie abspeichern. Na gut, ich habe Autosaves, aber trotzdem. Okay, jetzt dreht er sich. Scheiße. Egal, jetzt müssen wir weg. Na, da geht die Kette. Ich flippe aus. Saving Private ist nur beschädigt, nicht kaputt. Okay. Boah. Aber trotzdem eine coole Mission. Dann wieder zurückziehen. Komm schon. Hallo. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ach so. Ach du Scheiße. Ist das hier? Ich dachte gerade. Kommt jetzt weg hier. Kette defekt, aussteigen. Rückzug. Gefällt euch das? Rückzug! Man lebt der Tiger noch. Sieg! Cool, das hat Spaß gemacht. Okay, war halt wieder eine Folge. Dann bis zur nächsten Folge von Gates of Hell, liebe Leute. Bis dahin, wie immer. Haut rein.